Und weiter geht's mit Fashion Star. Geshoppt wird im Pop-Up-Store von Fundis Reitsport. Dort dürfen sich unsere vier KandidatInnen ein Outfit aus den Kollektionen von Piqueur und Escadron aussuchen. In Staffel 5 gehen Sandra, Lara, Nadine und Dennis an den Start. Unser Juror Jens Hilbert entscheidet, wer am Ende gewinnt. Welcome to Fashion Star. Heute wird's glitzern und pink. Hier schon mal aus der neuen Kollektion die Schabracke. Glossy Wave ist sie genannt. Und die Lara kaufte sich vielleicht heute sogar, beziehungsweise ershoppt sie sich mit ihrem Fuchspony Finus im Fashion, High Fashion Flagship Store von Fundis und Piqueur Escadron mit ihrer Shoppingbegleitung Pia. Es wird pink, es wird glitzernd und es ist Tagesmotto hier und ich freue mich riesig auf Fashion Star. 1,43 Meter klein, dafür manchmal ein bisschen übermütig. Wenn Findus zum Hengst wird, wächst er regelmäßig über sich hinaus. Dabei hat es der 7-jährige Fuchs faustdick hinter den Ohren und hat seine Reiterin Lara schon oft in den Sand gesetzt. Die 22-Jährige aus Norderstedt hat Findus selbst eingeritten und sich dann dazu entschlossen, ihn zu kaufen. Denn wenn Lara sich etwas in den Kopf setzt, dann muss das auch klappen. Auch wenn beide auf ihre Weise stur sind, schaffen sie es im Viereck zu einer Einheit zu werden. Nicht nur die Lektionen auf L-Niveau sitzen, sondern auch ihr Outfit ist perfekt aufeinander abgestimmt. Mode ist mir sehr wichtig, mein Pony ist immer top gestylt und rosa und Glitzer geht immer. Wie sehr die beiden auch bei Fashion Star funkeln werden, wird sich beim Shoppen zeigen. Als Shoppingbegleitung hat Lara ihre Freundin Pia dabei. Hi, ich bin Pia. Ich bin für Lara die beste Shoppingbegleitung, da wir uns seit über 22 Jahren kennen und ich weiß, wie sie tickt. Und so wird geshoppt bei Fundis. Erst muss Lara die goldene Schleife mit dem Motto finden, dann darf sie für 600 Euro ihren Warenkorb füllen. Welches Outfit wird Lara für sich und ihren Findus wählen? Alles, was im Warenkorb landet, darf sie mit nach Hause nehmen. Und nicht nur das, Pia darf noch ein Geschenk für Lara aussuchen. Trifft sie den Geschmack ihrer Freundin? Stopp. Lara, ich glaube, das passt perfekt zu dir. Pia, du kennst mich am besten. Ich glaube, das wird schon schön aussehen. Aber glitzert es auch genug? Ja, gut, ein bisschen schlicht, aber... Das gefällt mir schon mal. Schwarze Schabracke, bisschen schlicht. Naja, zu schwarz passt halt alles. Und alles gibt's jetzt in 15 Minuten zum Fashion Star. Hast du schon was? Ich hab sie. Und was ist das Motto? Erster Blick von Reitmuse grüßt den Sommer in neuen Trainingsoutfits. Wow, so schnell war noch kein Team. Absoluter Motto auf goldener Schleife Suchrekord. Welche Farbe möchtest du? Blau, grau, dunkelblau. Wobei, Sommer haben wir auch irgendeine Farbe? Wir haben dunkelblau, weiß oder beige. Ach Menno, das ist so schade mit den Masken. Ich will wieder alle Gesichter gut sehen können. Oh, sie hat einen Leoparden-Zopfgummi. Aha. Ich bin mal auf den Look gespannt. Ah. Das Glitzer-Shirt ist sehr beliebt anscheinend. Wieso, Jens? Ich dachte, du magst ein bisschen Glitzer, Glossy, Glamour. Ja, rosa finde ich gut. Da ist die... Ist das die Glossy Wave gewesen? Die Schabrack? Ja. Puh, ein Glück. Jens ist doch noch ganz der Alte. Wie? Die Lara zieht die eine beige Reithose an. Gut. Was brauchen wir noch? T-Shirt hattest du? Oder T-Shirt noch? Liegt da schon. Okay. Eine Stricke, ich hab Bandagen. Welche Socken möchtest du haben? Irgendwas passend. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Passt nicht grau auch dazu sonst? Grau? Ich weiß nicht. Die Jacke finde ich cool. Ich finde die Socken eigentlich die ganz hier? Cool. Kann man die dazu machen? Mit dem Glitzer? Glitzer! Nee, lass uns die ruhig nehmen. Die finde ich gut. Okay. Okay, was brauchen wir noch? Ich rechne mal zusammen, was da alles ist. Rechnest du schon zusammen? Ich gucke, ob ich noch was finde. Vielleicht Glocken noch. Oder Unterleger. Gibt es keine pinken Glocken? Oder wenigstens die Lack, die glänzenden?
Ach, Menno. Ja. Achtung, Achtung. Der nächste Countdown geht rückwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Nackig gehen. Fertig. Nonna. So, die Pia ist die Budgetplanerin und die Lara ist die wilde Shopping Queen. Schöne Haare haben die beide. Sagt mal, Lara und Pia, was ist denn die größte Herausforderung? Ich dachte, die Zeit ist das Problem. Aber ich glaube, die Zeit ist gar nicht das Problem. Und wann probiert sie mal was an? Ja, das sieht besser aus. Viel besser. Deswegen wird zurück. Also die Jacke würde ich auch tragen in diesem etwas glänzenden Beige. Die finde ich auch sehr stylisch. Also, hier gibt es aber noch eins mit Glitzer. Auch. Glitzer! Haben die irgendwo Goldglitzer auch? Nee, ich glaube nicht. Hier ist das halt Silber. Naja, nee, wir nehmen das andere. Während im Fundis-Store noch geshoppt wird, denkt der Jens schon mal über das Gesamtbild nach. So, der Findus geht, glaube ich, bis L-Dressur. Das tolle Fuchspony. Aber die Lara ist ja schon längst aus dem Ponyalter raus, oder? Aber passt immer noch gut zusammen. Geiler. Aber wenn wir jetzt hier auf das verzichten, dann kommen wir ja trotzdem nicht auf das. Selbst wenn wir die Glocken noch weglassen. Ja. Nee, ich glaube, ich würde das so belassen. Ja. Hast du die Socken überhaupt mitgerechnet? Ja. 19,95. Perfekt. Haben wir noch irgendwas? 5 Euro haben wir noch. Kleinigkeit. Aber für 5 Euro. Du musst die Sachen auch noch einmal anziehen, Lara. Oh, ja. Alles? Na, also die Pferdesachen nicht. Und jetzt gehen wir erstmal in die Umkleide. Ich bin gespannt. Ich glaube, die größte Herausforderung ist das Geld bei uns. Wir dachten zuerst, es wäre die Zeit, aber nee, definitiv das Geld. Welche Farbe mag Lara denn gar nicht? Lara mag überhaupt nicht die Farbe Orange. Da hatten wir schon Angst, dass es vielleicht ein Thema werden könnte, was genau die Farbe betrifft. Aber das war ja jetzt nicht der Fall. Wie findest du? Ja, finde ich echt super. Ich hoffe, Jens gefällt mein Outfit. Hoffentlich Jens gefällt es. Ich finde es ja interessant, dass wir in der 5. Staffel mittlerweile sogar den Jens schon integrieren in die Modeauswahl. Ja, das ist der Fame, Jens, der Fame. Und der Respekt vor deinem Urteil. Und auch ein bisschen die Angst. 5 Euro. Wo sind denn hier Leckerlis? Oh, Leckerlis. Naja, sie haben ja noch 5 Euro. Oh, das ist aber toll, dass das noch ins Budget gepasst hat. Die leckeren Leckerlis fürs Pferdi, für den Findus, im Fundis, Flagship Store. Wir sind ready. Ja. Ihr hättet noch 2 Minuten. Sind wir ganz gut in der Zeit doch gewesen. Ja, hätte ich nicht gedacht. Lara, es war so schön mit dir und Pia. Laras Look auf einem Blick. Ihr Lieblingsteil, die Hybrid-Steppjacke, kostet knapp 170 Euro. Genauso wie ihre neue Reithose, die Laria Grip. 33,45 Euro hat Lara noch über. Gefällt euch das Outfit? Dann kauft es euch jetzt bei Fundis im Onlineshop. Hat's dir auch gefallen, Lara? Es hat sehr viel Spaß gemacht und mein Outfit finde ich sehr gut. Es gefällt mir. Schön beige und rosa, so wie ich es mag. Was gefällt dir am besten? Also eigentlich soll das Highlight ja die Hose sein, aber ich persönlich finde die Jacke eigentlich am coolsten. Und hier der Gesamtlook. Für ihr Fuchspony gab es ein Eskadron-Halfter mit passendem Strick. Die Farben finden sich auch in den Bandagen wieder. Passend dazu die weißen Glocken. Ihr rosa Highlight, die Glossy Wave Schabracke für knapp 70 Euro. Ihr weißes Shirt von Piqueur mit dem Schriftzug Fun bekommt ihr für rund 40 Euro. Hat Lara das Zeug zum Fashionstar oder wird es vielleicht Nadine? Von glitzernd und pink geht's in die nächste Folge und da kommt, glaube ich, ein kleiner Kulturschock auf uns zu, denn Chemie- und Physikstudenten, die Nadine und der Kevin, unsere Shopper, mit It's Art, Kunst, einem Scheckenpony Picasso und das knallt im Endprodukt, im Look, im Fashion-Look bei Fashion Star aufeinander. Wir sind gespannt.